7. November 2038, 1.02 Uhr. Zu ihr gucken? Habe ich da Gesprächsoptions? Nö. Nur bei ihm. Auto, Ziel, Entfernung, Ziel. Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Slatkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Slatko sie umbrachte. Wieso kann ich mit ihr nicht reden? Oder mit mir? Ist das noch sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da. Der fährt von alleine. Play Media. Der AX-400 Android, der seine Besitzer in einem Vorort Detroits angegriffen haben soll, ist noch flüchtig. Die Polizei scheint seine Spur nach einer Beinahe-Festnahme verloren zu haben. Die Beschreibung des flüchtigen Androiden liegt sämtlichen Dienststellen vor und die Ermittlungen dauern weiter an. Der Konflikt in der Arktis hat heute einen neuen Höhepunkt. Auch in der Nacht kommt es in Detroit weiter. Fehlfunktion festgestellt. Notbremsen aktivieren. Ja, Bruder. Das wäre auch zu einfach gewesen. Ich sag mal, das wäre viel zu einfach. So, und servus, Freunde, und willkommen das zurück. Das sieht nicht gut aus. Bei Detroit. Become Human. Hab ich ganz vergessen. Bleib sitzen, Alice. Hat auch keine Zeit. Irgendwie sich oder euch zu begrüßen, wie wenn man direkt so reingeworfen wird und alles. Ja, Hauptsache Alice haut nicht ab. Ich soll den Motor jetzt überprüfen, ja, weil ich. Oh, ich bin zufällig Mechaniker. Da passt ja. Ich guck mir das mal an. Ist das Elektro? Da darf ich da nicht dran arbeiten. Da bin ich nicht qualifiziert genug für. Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara. Ich mag Lucer irgendwie. Achso, war das so oder was? Finde eine Unterkunft. Ja, toll. Da hinten war irgendwas, ne? Kann ich? Irgendwie nein. Ach so, okay, da finde ich also keine Unterkunft. Guck mal, da vorne ist ein Schild. Können wir reden? Nö. Voll geil, der Schnee. Und die Spuren auch, Alter. Sieht auch voll geil aus. Ich finde es geil, dass der Schnee auch am Körper hängen bleibt. In den Klamotten. Kann ich nämlich schneller laufen? Nee, ne? Ich nicht. Pirates Cove. In einem Amüsementpark. Da drüben. Gar nicht gruselig. Er trägt sie. Ist ja niedlich. Gar nicht gruselig. Nachts in einem Vergnügungspark. Yay. Sieht gar nicht unheimlich aus. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Ach, dafür ist er aber auf. Untersuche verlassene Gebäude. Siegerheim. Da ist was. Und dann muss ich mich wahrscheinlich entscheiden, wo ich pennen möchte. Geht nicht. Was gefunden? Nein, nichts, wo wir übernachten können.
sich irgendwas bewegt. Und hier. Nicht unbedingt. Das ist ja alles auf hier. Die haben hier bestimmt irgendwo ein Haupthaus. Die haben doch hier mit Sicherheit irgendwo ein Haupthaus. Da komme ich hoch. Einschalten. Erwacht! Die Gefahr lauert dort, wo man sie nicht vermutet. Okay, die Gefahr lauert da, wo man sie nicht vermutet. Das ist ein Android. Hey, my friend. My friend? Oi. Der steht hier anscheinend schon länger rum. Verlassener Park hier. Wo ist denn hier? Komm nicht rein. Da auch nicht. Die Gefahr lauert da, wo wir sie nicht vermutet. Ich weiß nicht, ist das jetzt ein Hinweis oder ist das einfach nur ein Zufall? Guck mal, hier können wir noch rüber. Oh, hier. Soll mir das jetzt irgendwas sagen hier? Oh, ein YK-400. Okay, New Life. Hier fällt alles auseinander. Ach. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Ja, aber hier muss es doch eigentlich ein Hauptgebäude geben. Irgendwie Verwaltungsgebäude oder sowas. Kann nicht so schwer sein. Was ist denn hier mit dem? Das sieht so gut aus. Obwohl, nee, das ist das Dach, oder? Hier ist irgendwo, also, ich weiß jetzt nicht, ist es da hinten jetzt ein YK-400 gewesen? Oder eher nicht so. Er geht nur straks irgendwo hin. Kara! Das solltest du dir ansehen! Ich hab was gefunden! Ja, das hätte ich auch gefunden, aber ich gucke mich ja gerne erstmal ein bisschen um. Darf ich mich erstmal noch weiter umgucken? Nur zur Sicherheit. Ich sag's ja, es ist gar nicht gruselig. Oh, okay. Alles klar, sorry. Das Spiel lässt mich nicht umgucken. Aber da ist das Dach, all. Wenn da noch eine Zwischendecke drin ist, dann wird's ja gehen. Aber ansonsten schwierig, schwierig, würde ich sagen. Betreten. Ich betrete mal. Hoffe ich. Ja, das ist für mich. Mach das. Wollte ich gerade sagen, lass ihn mal machen. Der ist 3 Meter größer als du. Feier doch nichts. Guck gleich ein Feuer hin. Er macht einfach Hackfleisch. Elegant. Na bitte. Noch mag ich ihn. Ich weiß aber nicht, wie lange. Der Pirat hat mich jetzt verunsichert. Auch wenn der nur so ein Larifari-Dings ist. Wir werden nichts Besseres finden. Master One. Machen wir es uns gemütlich. Ich mache ein Feuer an. Pass auf die auf, Junge. Wir lesen. Natürlich, wir lesen erstmal. Machen wir natürlich nicht, wie schon in der letzten Folge. Rein theoretisch müssten wir es lesen. Aber, obwohl, wir haben ja gerade ein bisschen Luft, ne? Ich mache das mal. So, wenn es so schnell gehen muss, so bei den Suchen oder auf Zeit, dann lesen wir natürlich nicht. Aber ansonsten, okay. USS Iowa vermisst. US-Schiff zuletzt in der Arktis gesichtet. Die USS Iowa, ein Boot der Zerstörerklasse, ist im Polarmeer verschwunden. Eine Untersuchung läuft, doch Präsidentin Warren vermutet Russland hinter der Affäre. Die russischen Aggressionen haben eine neue Stufe erreicht. Amerika muss reagieren. Ja, wir sind hier wieder kurz vor einem Weltkrieg, ne? Oder einem Kalten Krieg.
Bislang hat der Kreml nur pauschal bestritten, in die Sache verwickelt zu sein, obwohl der russische Diplomat Nabokov betonte, dass ein amerikanisches U-Boot der Zerstörerklasse nichts in der Arktis verloren habe. Dann stört uns der Rauch nicht so. Sicherheitsexperte Ben Williams bezeichnete die Situation als Krieg, der jederzeit ausbrechen könnte. Ja, das stimmt. So, Androiden-Band-Anwärter auf Musikpreis. Achso, Androiden-Band. Huh, Fans schreien, Traditionalisten weinen. Die Androiden-Boyband Here For You, die von dem Detroiter Plattenlabel Digital Harmony vermarktet wird, ist bei den Celebrate Music Awards heißer Anwärter in der Sparte Best New Artist. Ein offener Brief von diversen Plattenlabeln, die nur menschliche Künstler fördern, forderte Digital Harmony auf, die Band von derartigen Verleihungen zurückzuziehen und befürchtet die Erosion der künstlerischen Werte in der Musik. Und... Ah, sie machen es nicht klappt. Doch nachdem nun weniger als 5% des Musikmarktes von menschlichen Musikern produziert werden, trifft der Ruf der Traditionalisten wohl auf taube Ohren. Ein Sprecher der Band sagte, Here For You geht es darum, ihren Fans Freude und Unterhaltung zu bieten. Die Musik ist alles, was ihnen wichtig ist. Oh, das ist ja schön. Kann man ja mal lesen. Wir haben gerade Zeit gehabt. So. Taschenlampe? Bitte? Kann die nicht wieder aufnehmen? Also. So, was sollen wir jetzt machen? Überprüfe Lucas Tasche. Richte ein Bett für Alice her. Okay. Kann ich was mit ihr machen? Nein, ich kann sie einfach nur nicht beachten. Das war schlau. Guter Luther. Können wir mit dem reden? Auch nicht. Alles klar. Sonnensiebar. Wo war denn Lucas Tasche? Ach, hier. Waffe, Keks. Mhm. Es sind noch Kekse da. Möchtest du welche? Nein, ich bin nicht hungrig. Sie friert. Okay, wir konnten die Waffe überprüfen und das war so ein Schlüsselmoment. Das heißt, wir wissen jetzt, in der Tasche ist eine Waffe. Das heißt, höchstwahrscheinlich werden wir sie brauchen. Oder auch nicht. Also, naja. Wir müssen die Kleine halt beschützen. Das nützt nichts. Und dazu wird dann halt auch Waffengewalt notwendig sein. Oh oh. Freunde, RA9, ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Pirates Cove, ein Flyer, so wie das aussieht. Da steht RA9 an der Wand. Das ist nicht gut. Hier ist ein Abweichler. Auf jeden Fall, der wahrscheinlich eventuell nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Vermute ich mal. Können wir die Tür verbarrikadieren und alles andere auch gleich, bitte? Ich meine... mulmig. Na gut, wir müssen ja nicht schlafen. Alice? Sprich mit Alice. Endlich. Ich rede mit ihr. Warte mal. Ich gehe einmal kurz zur Tür. Kann ich raus? Kann ich nicht. Taschenlampe kann ich auch nicht nehmen. Ist ja wunderbar. Das läuft hier. Ich will hier nicht sein. Glaubst
du, wir sind eines Tages wie sie? Wenn wir über die Grenze sind, fangen wir neu an. Du kannst in die Schule. Vielleicht finde ich einen Job. Genau wie sie. Wie alle anderen. Dass wir beide zusammen sind. Das ist alles, was zählt. Na komm, es ist Zeit fürs Bett. Ich werde alles tun, um dich zu schützen, kleine Maus. Schwächigen Trösten küssen. Küsschen. Schlaf gut, Alice. Und träum schön. Erzählst du mir eine Geschichte, Kara? Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Prinzessin Einhorn Ritter? Es war einmal ein großer Ritter, der... Nein, nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Es war einmal ein kleines Mädchen, das allein in einem großen alten Haus lebte. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... Es war anders. Und das machte es traurig. Dann traf es einen Roboter. Der genauso verloren war wie das Mädchen. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen. Um einen sicheren Ort zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren. Aber sie hielten zusammen und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie einen anderen Roboter, der seinen Meister verließ, um sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Luther? Ja. Ja, natürlich. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Er sein Ding auch rausgenommen, seinen Prozessor oder zumindest die LED dazu, den Prozessor LED. Ein liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Hast du je gehört von RA9? RA9 war der Erste, der erwachte. Eines Tages wird er unser Volk anführen und uns befreien. Was, wenn RA9 niemals kommt? Wenn er nur irgendeine Geschichte ist, die wir erzählen, um nicht aufzugeben? RA9 existiert. Ich glaube an ihn. Ich weiß, dass er da ist. Wenn die Zeit reif ist, werden wir ihn sehen.
Kara. Ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Ja, natürlich. Sie ist ein liebes kleines Mädchen. Ich meine, ich kenne nicht viele Mädchen, aber sie ist etwas Besonderes. Oh, nicht gut. Kara! Wie viele? Ganz ruhig. Frage? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Lasst uns in Ruhe! Hab keine Angst. Wir tun auch nichts. Wir sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für sie. Etwas Lustiges. Wird ihr gefallen. Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Komm schon, Kara. Ich glaube, du hast keine Wahl. Okay, wir haben draußen irgendwas haben wir übersehen. Da fehlte eine Gesprächsoption. Halt. Taschenlampe. Können wir die mitnehmen? Nein, können wir nicht. Mörden, wir brauchen kein Licht. Ganz offensichtlich. Ah, das Karussell. Wir haben irgendwas übersehen. Ich habe den Androiden ja draußen gefunden, aber... Sei unser Gast! Jerry ist angeschlossen. Reaktiviere das Karussell. Gerne. Also, die machen bisher einen netten Eindruck. Ich glaube, das bleibt auch so. Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Na hopp. Schön festhalten, ne? Nicht runterfallen. Die macht einen sehr netten Eindruck bisher. Zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. Wir sind Jerry. Puh. Das war mal was anderes. Boah, endlich mal nichts Beschissenes. Ärgert mich nur, dass wir wieder irgendwas übersehen haben, wo eine Gesprächsoption fehlte. Das kotzt mich. Das ärgert mich immer ein bisschen sehr hart. Mhm. Ah, okay. Von Alice beschützen, Stock aus dem Feuer nehmen, Waffe nehmen, Feuer löschen. Wir hatten eine Feuerlöschoption. So weit habe ich gar nicht rumgeguckt, aber war wieder unter Zeitdruck, ne? Und dann Fragen. Warnschuss abgeben. Ich glaube, wir hätten die eine Option gehabt, wenn wir die Waffe genommen hätten. Glaube ich.
Aber gut, es ist ein verlassener Park. Man, warum sollten die uns angreifen? Man kann ja erstmal fragen, bevor man losballert. Ne? Wir hätten immer noch schießen können. Also, alles gut. Alles gut. So, wir fangen mal vorne an. Ivan einschalten. Wir haben noch zwei Sachen auf dem Jahrmarkt übersehen, offensichtlich. Das ist sehr scheiße. Sehr schade, Entschuldigung. Puh. 95% haben wir aber gemacht. So, wir haben die Nachrichten angesehen und mit Lucer geredet und Alice auch angesehen. Also haben wir alles gemacht im Auto, was wir machen konnten. Das ist sehr schön. Haben auch, na, die Nachrichten haben die wenigsten geguckt. Alice haben zumindest ein paar angeguckt und mit Lucer haben die meisten geredet. Ja, gut, das ploppte dann auf, ne? Ja, Autobahnuntersuchung, Umgebungsscan, bla bla, Höhle des Piraten, alles klar, offensichtlich. Sehr linear. So, auf dem Jahrmarkt, da haben wir den Ivan eingeschaltet. Der sagte, das mit der Sicherheit. Und wir haben Gebäude überprüft. Ich vermute mal, wenn wir vor Lucer an dem Gebäude angekommen wären, hätten wir hier noch einen aufgedeckt und dann fehlt noch irgendwas. Keine Ahnung. Verlassene Kneipe untersuchen. Ich gucke mich schon immer so genau um und übersehe trotzdem noch einiges. Ne? Das ist immer so eine Sache. So, in der Kneipe haben wir aber alles gemacht. USS Iowa, Schrift von RA9. Jetzt weiß ich zumindest mal, was dieses RA9 bedeutet. RA9 ist der erste Abweichler quasi. RA9, das ist ein... Also dafür, dass wir ein AX-400 sind und wir da dann noch andere ziemlich lange Typbezeichnungen haben, ist RA9 ziemlich kurz, muss ich sagen. Broschüre haben wir angesehen, Lucer macht ein Feuer, ist auch easy going. Durch Fenster sehen haben wir auch gemacht, Piraten ansehen haben wir gemacht. Androidenband lesen haben wir auch gemacht, alles gut. Bett für alles ist klar, da ist keine Prozente, das musstest du machen. So, Tasche öffnen war anscheinend optional. Haben aber auch fast alle gemacht und auch Alice eine Geschichte erzählt, alles gut. Waffe und Keks haben die meisten gemacht, Alice hat keinen Hunger. Und Kara bemerkt die Waffe. Ist ja nicht schlimm. Kara hat doch auch eine, oder nicht? Also ich hoffe mal, wir haben die noch. So, kannst man. So, und dann siehst du mal hier jetzt die Option als Schattengreifen an. Waffe nehmen oder Alice beschützen. Das ist so das, was direkt vor dir aufgeploppt ist. Wenn du dich noch weiter umgeschaut hättest, hättest du das Feuer löschen können oder einen Stock aus dem Feuer nehmen können. Ja, wir haben einfach Alice beschützt. Das ist unsere primäre Direktive, sag ich mal. Dann haben wir halt gefragt. Einige haben wohl die Waffe gegriffen dann, also die 26%, die eine Waffe gegriffen haben, davon haben dann 14% einen Warnschuss wohl abgegeben. Aber die meisten haben die Frage gestellt, warum? Angreifer geben sich als Jerrys zu erkennen, und dann wieder draußen, Karussell. Ja, siehst du, war doch ein gutes Ende, war mal was Schönes und das war es dann auch für diese Folge. Da müssen wir nicht allzu viel Revue passieren lassen. Das war mal ein ruhiger Moment zwischendurch. Finde ich gut. Und damit sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es immer noch irgendwo hier vielleicht ein technisches Problem geben sollte, was ich jetzt noch nicht weiß, dann möchte ich das doch bitte nochmal entschuldigen, zwecks Asynchronität zum Beispiel. Aber irgendwie sieht das heute wieder alles ein bisschen gängiger aus. Also wenn ich hier rumzoome, dann reagiert irgendwie OBS heute ein bisschen schneller. Eventuell sind die letzten drei Folgen aber ein bisschen asynchron geworden. Konnte ich aber noch nicht überprüfen, weil ich noch nicht geschnibbelt habe. Ja, von daher erstmal so, das war die Info dann. Und dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bei Detroit Become Human. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker. Und ich bin raus. Und ich glaube, ich habe schon ganz oft vergessen, euch wieder zu begrüßen. Ne? Ist aber auch schwierig, habe ich ja schon gesagt. Auf alle Fälle danke und bis zur nächsten Folge. Tschüss.